Willkommen zurück bei Clash of Clans. Ja, wir erwischen hier einen denkbar guten Augenblick, denn schaut mal hier. Gleich geht der Krieg los zwischen Zachas Family und 2015610. Ja, genau. Mann, kann ich die Sprache gut. So. Wir müssen hier schon mal alles vorbereiten. Das ist gut, dass ich genau jetzt reingekommen bin. Und auch perfekt für die Aufnahme, weil wir direkt den ersten Angriff starten können. Ist doch mega geil, oder? So, meine Geschütze und alles sind bereit. Sogar die verborgene Tester Level 2 ist bereit. Level 1 er natürlich auch. Mein Barbarenkönig, finde ich, ist noch nicht optimal platziert. Sollten wir vielleicht irgendwo platzieren, wo der noch ein bisschen hilfreicher ist. Wäre ich ein Gegner, wo würde ich angreifen? Das ist die Frage. Also hier unten hätten wir die Clanburg, dann können wir die Truppen rauslocken. Stehen aber auch unter starkem Beschuss durch Minenwerfer 1, Minenwerfer 2, Kanone unter Umständen, Luftabwehrgeschoss und Kanone. Abgesehen davon ist hier eigentlich nichts weiter. Wenn wir hier angreifen würden, wäre hier die verborgene Tesla. Die sehen wir aber nicht. Wir sehen halt erstmal nur hier den Bogenschützenturm. Und wir sehen, dass wir hier ein bisschen dunkles Elixier abgraben können. Wir wollen natürlich möglichst schnell zum Rathaus. Ich würde fast sagen, die greifen dann hier an. Also ich würde dort angreifen. Wir ändern mal ein bisschen hier die Aufmachung. Platzieren hier vorne mal noch eine Sprungfalle. Und holen unseren Barbarenkönig mal dort rüber. Es ist nur so eine Idee. Ich will mal sehen, wie das im Krieg dann klappt. Und ja, ohne Gewehr. So, eine Minute. Eine Minute. Schauen wir mal, ob unsere Einheiten bereit sind. Ja, so gut wie. Wir haben zwei Drachen. Wir haben sogar Luckys dabei. Und auch vier Schweinereiter. Und genug Magier und auch Riesen. Dann hat uns irgendjemand hier, ich weiß nicht wer, ein Dreierdrachen gespendet. Danke dafür. So. Von wem auch immer. Frostzauber. Achso, es gibt neue Infos zum Update. Wollen wir mal reinschauen. Gibt's das hier? Hier waren noch irgendwo die Infos. Da. Verbesserte Blitzgift. Erdbeben und Frostzauber. Blitzzauber auf Level 7 sowie 25 neue Mauerabschnitte bei Rathaus Level 10. Gesamtzerstörung entscheidet jetzt den Sieger. Wenn am Ende des Clankriegs ein Unentschieden besteht, gewinnt der Clan mit dem höchsten Zerstörungsanteil bei den besten Angriffen. Ich verstehe. Cool. Ich find's gut. Jo. Die sich gemeldet haben. Und warst da gerade nicht da. So. Sup, es geht also los. Die ersten Kämpfe haben auch schon begonnen. Das sehen wir hier ganz gut. Wir warten noch einen Moment. So, und gehen jetzt angreifen. So, empfohlenes Ziel. Schauen wir uns erstmal das empfohlene Ziel an. Ja, wie lange noch? Ui. Okay. Level 1. Okay, das können wir schaffen. Wir greifen den mal an. So, wir behalten uns den einen Bogi auf jeden Fall für den Schluss. Angreifen werden wir dort oben, damit wir direkt
mögliche Clan-Truppen rausziehen können. So, Heilzauber. Ein bisschen die Magier verteilen. Ziehen wir mal hier das Feuer auf uns. So, jetzt müssen wir denen mal ein bisschen Stärke verleihen, damit die hier schneller durchkommen. Und noch ein Heilzauber drauf. So, und die müssen sich jetzt erstmal ein bisschen durchfressen, damit sie hier die Luftabwehr ausschalten. Und das sieht sehr gut aus. So, jetzt können wir mal unsere Drachen schicken. Und wir überraschen den Gegner ein bisschen, indem wir hier den anderen Drachen platzieren. Oh nein, mein Magier. Der Sieg ist uns auf jeden Fall sicher und 2 Sterne haben wir auch schon mal. Das ist gut, aber das ist noch nicht der endgültige Sieg. Ja, gut, dass der König da sein Feuer auf sich, das Feuer auf sich zieht. Das ist sehr gut. So gewinnen wir noch ein bisschen Zeit, um den Rest hier zu vernichten. Und auch mal den Bogi, der jetzt das Feuer auf sich zieht quasi. Oh, lange hat er nicht überlebt. So, lange wird der Kollege hier aber nicht überleben. Weil die Drachen, die machen den schnell platt. So, das wird eine komplette Zerstörung. Yeah! Sehr gut, perfekt. Juhu! Geil. Drei Sterne, na 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 na. Läuft gut. So, mal schauen, wie die anderen abschneiden. Ich brauche dann schon mal wieder 9. So. So, wir brauen schon mal und züchten hier unsere Einheiten zusammen. Danke, danke schön. Sehr nett von dir. Unser Gegner hat hier noch gar nichts reingehauen. Aber immerhin, diese 3 Sterne sind sicherlich sehr wertvoll gewesen. Die werden wir am Ende noch auf jeden Fall brauchen. So, wir schauen mal. Hier sind noch 4 drin. So, ich finde so Clankriege immer sehr aufregend. So, die Bogies nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier sollen wir noch ein paar Riesen erstellen. Hier nix. Okay. So, hier sollten wir mal wieder ein paar Magier abziehen. Und noch einen Drachi mitnehmen. Hier können wir mehr Magier holen. So, ich glaube, so sollte das passen. Den haben wir doch ganz gut zerstört. Das ist unser nächstes empfohlenes Ziel. Komplett zerstört. Wir schauen mal, was Watch Dogs da gemacht hat. Wen der so zerlegt hat. Beziehungsweise wie er es gemacht hat. Okay. Er hat da erstmal die Zauber raufgejagt. Den Drachen zu schwächen. Ist dann da oben direkt mal mit seinem Bogi gekommen. Hat sich gedacht, okay, jetzt mache ich den Drachen platt. Dann noch hier die Steingolems geschickt. Sind doch, glaube ich, welche, oder? Die gehen natürlich ab, die gehen schnell durch die Mauern. Das konnte ich schon soweit beobachten. Aber die Mauer da ist natürlich krass. Er verstärkt jetzt einfach, so, dann ist er direkt durch. Ja, ist doch ganz gut gelaufen. Das ist echt gut gelaufen. Und wenn er jetzt noch einen Drachen gehabt hätte,
dann wäre es natürlich noch krasser gewesen. Wutzauber des Barbarenkönigs hätte ich auch gern mal. Aber es dauert noch ein bisschen bei mir. Ich habe den gerade mal auf Stufe 2. Stufe 6 wäre natürlich noch fetter. Aber den hat er auch ganz gut ausgerottet. Ich bin gespannt, was am Ende da gefehlt hat, dass er es nicht geschafft hat. Das wundert mich jetzt. Aha, okay, ich verstehe. Okay. Aber sehr gut gemacht. Gute Runde. Gefällt mir gut. Weiter so. Selbst wenn es denn mal nur 2 Sterne sind, das reicht auch aus. Am Ende kann es natürlich sein, dass dann 1 Stern oder so fehlt und wir verlieren, aber das ist dann nicht unbedingt eure Schuld. Sondern es gibt ja auch viele andere, die nicht alle holen. Aber trotzdem, 2 Sterne sind besser als einer. Gut gemacht. So, was gibt es hier noch zu tun? Meine Einheiten sind am Bauen. Es dauert noch ein bisschen, bis ich den nächsten Angriff starten kann. Wahrscheinlich nicht mehr in dieser Folge. Der ist auch ein bisschen erschöpft. Den Drachen habe ich aber schon wieder zusammen. Ein Zweier diesmal. Ist auch okay. Mein Rathaus ist morgen fertig. Cool, ich freue mich schon. Endlich mal ein bisschen weiter ausbauen hier. Und mein Drache Level 2, der braucht noch ein bisschen länger, aber bis zum Wochenende ist er auch fertig. Das wird cool. Ich bin schon gespannt. Der sollte ja dann mehr abgehen. Ah. Das ist blöd, Sweepers. So, dann besuchen wir den gleich mal. Ich ganz vergessen. Ja, es passiert. Auch ich habe sehr viel Stress momentan. Der Jan. Der möchte also besucht werden. Dann besuchen wir mal den Jan. So, gucken wir uns die Base mal an. Hier hat er schon Level 8 Mauern eingebaut in der Mitte. Finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Hat er denn, bin ich gerade blind oder? Hä? Ernsthaft? Rathaus, Rathaus, Rathaus! Aber ich glaube, der ist auch gerade gar nicht im Clankrieg drin, oder? Muss ich jetzt schnell mal nachschauen. Aber das wird er nicht gemacht haben. Nee, nee, der war gar nicht drin. Habe ich mich zu Unrecht erschrocken. Alles gut, alles gut. Ist halt die Farmstrategie, alles gut. So. Okay, aber normalerweise würde er dann wahrscheinlich, ja, wo würde er dann sein Rathaus hinstellen im Clankrieg? Er hat wahrscheinlich eine andere Basis dafür. Ist auch nicht weiter schlimm. Okay, er hat schon die goldenen Kanonen, die finde ich natürlich mega geil. Ich hoffe, ich habe die auch bald mal, aber dafür muss ich noch viel ausbauen. Das wird noch ein bisschen dauern. Level 4 Minenwerfer, krass. Oh, 4 Stück davon in der Mitte. Das sieht natürlich krass aus, hier in dem Aufbau. Wenn ich hier vom Aussehen her gehen würde, würde ich jetzt halt noch auch diese Mauerstrukturen hier auch auf 8 bringen, dass es genauso aussieht wie hier drüben. Sieht dann natürlich cool aus. Aber das kannst du ja machen, wie du willst. Luftabwehr Level 5, krass. Ja, so weit bin ich noch nicht. Ist ja auch ein 80er, also, ne? Armeelager hat er einen 200er. Cool, cool, habe ich auch. Aber die Einheiten da drin habe ich noch nicht. Beziehungsweise es sind Bogies, weiterentwickelte Bogies. Die anderen sind, ich weiß nicht, für Viecher, dunkle Viecher, glaube ich. Ja, kann sein. Zauberfabrik Level 3. Okay, ist auch cool. Haben wir hier noch irgendwas, was besonders ist? Ich sehe jetzt momentan nichts. Nee, sonst ist alles eigentlich bekannt. Dunkle Kaserne habe ich ja mittlerweile auch. Ist mal nicht Level 4. Level 2 ist meine, glaube ich. Aber sonst coole Base. Gefällt mir ganz gut. Und für den Clankrieg hast du dann wahrscheinlich eine andere, oder? Einen anderen Aufbau. Aber ansonsten gefällt mir gut.
So, hier ist nichts weiter passiert. Okay. Alles klar. Würde ich sagen, wir machen erstmal Schluss. Ich bedanke mich natürlich wieder fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Ich weiß noch nicht, ob das morgen sein wird, weil ich hatte eigentlich vor, morgen vielleicht eher mal Monster Legends zu bringen, statt Clash. Einfach mal, damit wir das auch mal wieder drin haben. Weil ich habe das ja in meinem laufenden Programm noch mit drin, bringe aber halt relativ wenige Folgen davon. Und ich wollte es gerne mal wieder reinbringen. Aber es wird natürlich fleißig über den Clankrieg berichtet auf Facebook. Und vielleicht, wenn die Homepage morgen schon steht, auch auf dieser, da wird es noch ein extra Video zu geben. Und natürlich der Link dahin. Und ja, bis dahin, Leute. Und viel Glück den anderen beim Clankrieg, die noch dabei sind. Wir schaffen das auf jeden Fall. Und bis dahin, Leute. Ciao, ciao.